Ihr könnt die Geschwindigkeit eines Aufzugs messen mit eurem Smartphone, und zwar während ihr damit fahrt. Dieses Experiment ist sehr simpel. Alles, was ihr dazu braucht, ist euer Smartphone und ein Aufzug. Die einzige Bedingung ist, dass euer Smartphone ein Barometer hat, sodass ihr den Luftdruck messen könnt. Öffne VFox, welches du kostenlos über VFox.org bekommst, und suche das Aufzugexperiment. Falls der Eintrag ausgegraut ist, hat dein Smartphone kein Barometer und du kannst das Experiment leider nicht benutzen. Öffne das Experiment, lege dein Smartphone auf den Boden des Aufzugs, drücke den Startknopf und lasse den Aufzug losfahren. Du solltest einen Aufzug nehmen, der mindestens über 3 Etagen fährt. VFox misst die Änderung im Luftdruck und berechnet über die barometrische Höhenformel den Höhenunterschied seit dem Start des Experiments. Somit kannst du die Höhe im oberen Graphen sehen. Der zweite Graph zeigt die Ableitung der Höhe, also die vertikale Geschwindigkeit. Zu guter Letzt zeigt der untere Graph die Rohdaten des Beschleunigungssensors und somit die Beschleunigung des Aufzugs. Wie du siehst, beschleunigt der Aufzug auf eine konstante Geschwindigkeit von etwa 1,5 Metern pro Sekunde und stoppt nach recht genau 20 Metern mit einer negativen Beschleunigung. Okay, 1,5 Meter pro Sekunde ist nicht so schnell. Vielleicht finden wir noch etwas Schnelleres. Okay, unser Aufzug in Aachen war jetzt nicht der schnellste, deswegen probieren wir etwas Schnelleres. Wenn man ein Smartphone an einen Quadcopter tapet, ist es schwierig, das Display abzulesen. Also benutzen wir die Fernzugriffsfunktion von VFox über ein Notebook. Als erstes brauchen wir eine Netzwerkverbindung zwischen beiden, indem wir auf dem Smartphone die Hotspot-Funktion aktivieren und das Notebook damit verbinden. Dann aktivieren wir im Aufzugexperiment den Fernzugriff über das Menü und geben die angezeigte Adresse in einen Browser auf dem Notebook ein. Wenn das geklappt hat, können wir die Messung fernsteuern und am Notebook ablesen. Wenn du Probleme hierbei hast, schaue auf VFox.org, um weitere Details zu erfahren. Das Smartphone wird unter dem Quadcopter zwischen Schaumstoff gesteckt, um die Vibrationen zu dämpfen. Dann können wir endlich abheben. Leider sind die Vibrationen immer noch so stark, dass wir die Beschleunigung nicht erkennen können. Aber wir können sehr gut die Höhe verfolgen und die vertikale Geschwindigkeit messen, welche 5 Meter pro Sekunde knapp überschreitet. Also 5 Meter pro Sekunde oder 18 Kilometer pro Stunde sind immer noch nicht so schnell. Wenn ihr in einer großen Stadt lebt mit Wolkenkratzern, dann findet ihr bestimmt in eurer Umgebung einen schnelleren Aufzug. Also geht dorthin, probiert es selbst aus und dann sehen wir uns im nächsten Video.